Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Resident Evil 7. Und wir werden uns jetzt um die Zusatzinhalte kümmern. Und zwar werden wir hier beginnen mit dem verbotenen Filmmaterial. Als Beweismittel auf der Baker Farm sichergestellt, wurden diese Videokassetten nie zuvor veröffentlicht. Bis heute. Sie enthüllen einige der Tragödien, die die Gefangenen der Bakers erleiden mussten. Ja, möchten wir spielen. Die gesamte Geschichte hier ist für mich, habe ich schon mal erwähnt, blind. Mit einer kleinen Ausnahme, leider. Und zwar... Und zwar, ihr seht schon... Das obere, nämlich Albtraum. Mit Schusswaffen, Fallen und Fähigkeiten bis zum Morgen überleben. Warum das für mich nicht mehr blind ist, werde ich euch gleich sagen. Dann gibt es hier noch Schlafzimmer. Einem Raum nur durch Einsatz ihres Verstands entkommen. 21, ein sadistisches Kartenspiel spielen. Da freue ich mich schon voll drauf. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Und den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben. Töchter. Ja, eigentlich hört sich alles ziemlich cool an. Bis auf das oberste. Und ja, das spielen wir jetzt. Und ich kann schon vorwegnehmen... Albtraum, genau, Albtraum von Beginn an spielen. Zum Freischalten den Modus Albtraum abschließen, das wäre dann für Nachtangst. Und Belohnung, die Belohnung für Albtraum, Nachtangst ansehen. Dann gucken wir uns das mal an. Und dann sehen wir schon, es ist quasi so eine Art Versus- bzw. Söldner-Modus, den wir schon aus den Vorgängern kennen. Ja, gut. Die Flucht endet hier. Clancy hat sein Bestes gegeben, aber er konnte Jack nicht davonlaufen. Die Treppe heruntergeschleppt und in den Keller geworfen, röchelt Clancy in der schimmelverseuchten Luft, als Jack die Tür in die Freiheit zuknallt und sagt, schnall dich an, du wirst bald deine neuen Freunde treffen. Auf jeden Fall Brave, Cameraman, Survives, mal könnte ich lesen. Wo bin ich? So, auf jeden Fall hat er erstmal überlebt, bis hierhin zumindest, der Clancy. Und wir hören Geräusche. Wir sind im Soll Keller. Das ein verdammter Scherz sein? Und zwar befinden wir uns im Krematorium, wie wir hier sehen. So, überleben bis zum Morgengrauen. Das heißt, es ist ganz normal Survival-Modus. Sammeln Sie Reste, um Waffen und Munition herzustellen. Die Reste kann man vergleichen mit den Teilen von Last of Us. Also es gibt wirklich sehr viele Parallelen. Im Endeffekt ist es ein Überlebenskampf und ja, wir müssen halt überleben. So, man kann hier Objekte käuflich erwerben durch diese Reste oder Teile bei Last of Us oder auch Fähigkeiten. So, ich habe schon festgestellt, ich sage gleich, warum das nicht mehr blind ist. Ich habe schon festgestellt, wenn man Gesundheit verbessern aktiviert, wird dadurch die Gesundheit nicht geheilt wie bei den Steroiden beispielsweise, sondern sie bleibt, also kann ich die direkt mal auswählen, die ganze Geschichte. Wir nehmen zu Beginn. Ich zeige euch auch gleich, warum. Ich will jetzt nicht so viel spoilern. So, Pistole mit Pistolenmunition. Ihr seht, die Munition wird immer teurer, je öfters wir es käuflich erwerben. Messer ist gratis. Als Hilfarzt nehmen wir auch 2 Stück direkt. Heilung verbessern nehmen wir auch. Und wir behalten mal 165 Teile. Für die ganz schlechten Zeiten. So, Schrotflinte lasse ich erstmal weg. Ne, lass ich weg. So, scheiß drauf, nehmen wir so mit. Dann haben wir doch keine Teile in der Hinterhand, ist aber nicht schlimm. Ja, 5 Stunden bis zum Morgendämmerung. Also im Endeffekt sind's... Ne, ich verrate nichts. Ihr werdet selbst sehen. So. Mit ihren Resten können sie Fallen aufstellen. Genau, hier zum Beispiel eine Drahtfalle. Auch diese werden immer teurer, je öfter wir sie benutzen. Jo. Das ist ziemlich geil hier, das Geschütz. Das lasse ich aber erstmal. Jetzt habe ich nämlich auch ein bisschen Teile aufheben Mist. Wollen. Was? Ich muss gleich niesen, das ist schlecht, weil ich gerade mitten im Spiel bin. Ah, da ist er. Vor allem, da ist er. Ich habe so oft genau auf ihn gewartet. So. Okay. Weil da die Gänge hier sehr eng sind, kann es natürlich ohne weiteres passieren, dass das hier passiert. Scheiße. Dass man nämlich einfach mal umzingelt wird. Aber ihr seht, am Anfang fressen die noch nicht so viel Munition.
Das ist noch relativ entspannt, das Ganze. Ja, wieso ist das für mich kein Blind mehr? Wieso? Achso, ja, vergessen das zu aktivieren. Scheiße. Das Ding gibt nämlich auch noch Reste. Ich habe einen Durchgang gemacht vorhin schon. Über 24 Minuten. Der lief so semi-gut. Ja, und auf einmal gucke ich auf meine Aufnahmen und sehe, dass das Notebook sich einfach aufgehängt hat. Das ist mir noch nie passiert in über 1000 Videos. Jetzt sind aber schon viele tolle Sachen passiert. Okay, habt gewonnen. Hier ist unten. Warum ist hier unten die Schrotflinte? Was soll das? Die war vorhin links. Das sind einfach so viele, ne? Ich muss weg. Ich möchte zumindest weg, aber ich kann nicht. Weil es einfach so viele sind. So, okay, ihr habt gewonnen. Ich habe nicht genug Dingens. Ach, Mann! Okay, ihr habt gewonnen. So. Ja, auf jeden Fall hat das Notebook sie aufgehängt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den Verdacht, es hat einfach mal Bock gehabt, ein paar Updates runterzuladen, während ich hier am Aufnehmen bin. Und das war dann zu viel für mein kleines Notebook. Komm, schlag! Irgendwie sind die Gegner aggressiver als beim ersten Run. Oh, meine Fresse. Also im Endeffekt war die Aufnahme dann komplett im Arsch. Also sie war weg, sie war nicht mehr existent. Ich war traurig, ein bisschen frustriert auch. Und es ist kein Blind mehr. Das ist so die Folge aus den ganzen Sachen. Ich muss es gleich ändern, weil sonst... Nein! Ich habe noch vorhin gesagt, die fressen nicht mehr so viel. Okay. 1000. Bei 1000 ist übrigens Schluss. Das heißt, ich muss neu einsammeln. Das heißt, ich muss zwischen diesen beiden Restgeneratoren, nenne ich es jetzt einfach mal, hin und her rennen. Kontinuierlich. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das reicht erstmal, denke ich. Also, ich muss das ändern. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es ändern, aber jetzt gerade nicht. Okay. Ich würde es gern ändern. Oh, ich brauch so lang. Ja, es ist sehr stupide. Ihr habt recht, definitiv. Ich weiß nicht, ob das als Let's Play so geeignet ist, aber ich wusste ja nicht, was uns erwartet. Besiegen Sie alle Gegner. Machen wir. Wie viel Munition habe ich denn noch? Nicht mehr viel. Gut, dann. Mal irgendwas ausgewählt. Ah, das sind die Kackviecher. Ich kann mich übrigens hier verschanzen in dem Raum. Das ist eigentlich mal gar nicht mal so dumm. Kommen die nämlich nur aus einer... Hallo? Ecke! Als ob der jetzt zwei Schüssen ausgewichen wäre und ich es nachladen müsste. Spring! Danke. Und was ist hier noch? Kackvieh. Alle Pressen umgestoppt. Ich muss noch die Teile von der anderen Presse holen. Ja, ich hör's. Alles gut. Die Teile kann ich auch noch nehmen, oder? Ja, sehr gut. Kackvieh. Du lebst noch? Das ist nicht dein Ernst. Danke. Wo? Achso, das war's. Werd hier unten nicht sterben. Ah, abwarten. Also im Endeffekt ist es so, wir kriegen jetzt einen Killbonus, also wir kriegen jetzt Teile als Belohnung quasi. Es sind Wellen. Also wir müssen bis 5 Uhr morgens überleben. Und eine Welle ist eine Stunde. Ja. Das bedeutet, 5 Wellen überleben. Nach jeder Welle haben wir kurz Zeit, uns ein bisschen zu sammeln und neue Gegenstände,
käuflich zu erwerben, etc. So, okay. Den Granatwerfer kaufe ich mir erstmal nicht. Ich versuche mit der Pistole erstmal relativ weit zu kommen. Okay. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Reiß dich zusammen, du hast bis hier überlebt. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Keller so ein bisschen Erinnerungen habt, den Aufbau des Kellers. Im Endeffekt ist es aber okay, wenn wir diesen Rundgang die ganze Zeit einfach gehen. Weil nämlich, dieser Raum, ich zeig ihn euch gerade mal, hier ganz links, nee, halt, wo ist er? Boiler, upsi! Der Boilerraum ist nämlich im Endeffekt eine Sackgasse. Wow, okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die aufzutunen, die Pistole. Boilerraum ist eine Sackgasse. Und das ist dann halt gar nicht schön. Zumal die dann von zwei Seiten kommen können. Was soll das hier? Das ist eine Falle. Ich muss mir ein bisschen die Fallen einprägen, weil gleich kommt nämlich ein... Ja, ein Erlebnis quasi. Ja, ich habe es mir gedacht. Ja, also auf jeden Fall spielt es jetzt schon ein bisschen einfacher zum ersten Mal. Wenn man so ein bisschen die Räumlichkeiten kennt. Wie gesagt, ich finde es äußerst schade, dass es kein Blind mehr ist, aber ich kann halt... Ich kann es echt nicht ändern, Leute. Tut mir echt leid. Ah, dafür sind ja die anderen Sachen blind. Also der mal ein Notebook spielt wieder nicht mit. Und will irgendwelche Updates installieren. Aber wie gesagt, das ist mir noch nie passiert. Mir sind ganz viele verschiedene Dinge schon passiert. Ihr wisst es ja. Nein, ich habe die falsche Dings gedrückt. Ich wollte die Geschwindigkeit verbessern. Shitte. Na, ist egal. Aber das ist mir noch nicht passiert. Das ist einfach aufgegangen. Das ging einfach gar nichts mehr. Deswegen konnte ich auch die Aufnahmen nicht retten. Weil ich muss das Notebook einfach ausmachen. Ah, dafür ist das Ätzmittel. Ich verstehe. Ja, okay. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Also als Stream, glaube ich, eine ganz coole Geschichte hier. Aber so als Let's Play, weiß ich nicht. Ich mache es jetzt halt, weil ich euch alles zeigen wollte. Und ich gehe stark davon aus, dass dies der einzige Söldner-Modus oder Survival-Modus ist. Ansonsten durch ein bisschen innovativer. Ja, und ihr habt es gehört. So, Boilerraum, wie gesagt, ist eine Sackgasse. Ich frage mich nur, ob ich mit Ätzmittel arbeiten kann. Wir müssen übrigens jetzt gegen Jack kämpfen. Ja, Ätzmittel. Kann ich vielleicht noch einen Rundgang. So, jetzt fangen wir auch an mit den Fallen. Okay, er hat mich noch nicht gesehen. Wir können natürlich auch uns auf ein Versteckspiel einlassen, aber... Wo ist der? Scheißkerl. Okay, ich muss auf jeden Fall hier reinlocken, damit die Falle nicht umsonst war. Ich weiß gern, wo du bist. Sehr gut. Dann kann ich mich das Geschütz gleich aktivieren. Beziehungsweise... Das war denkbar! Nein! Wie lange das einfach dauert. So.
So, Messern. Du bringst mich um und ich komm sofort zurück. Jetzt geht das schon wieder los. Warte. Shotgun. Knie ins Gesicht, das habe ich schon öfters erlebt vorhin. Ah, hier. So. Er macht doch nur die Knie ins Gesicht-Attacke, ich weiß auch nicht warum. Er hat eigentlich so coole Moves drauf. Wow. Lass mich mal kurz. Aber nur kurz. Wo ist sie? Nein, ich bin so ein Horst. Scheiß. Ja, das ist ja. Du hast auf jeden Fall recht, mich auszulachen. Oh, es war so blöd. Du blöder. Ausgewichen! Mit vollem Schwung auf mich draufgehauen. Ich hab's doch gesehen und bin noch in die Hocke. Ihr habt's gesehen, dass ich's gesehen hab. Okay, die Falle ist jetzt weg. Hast du denn schon Spaß? Ja, wirklich. Nicht das Knie, nein! Messern? Falle. Ich will die Falle aktivieren. Jetzt lass mich doch mal die Falle aktivieren. Was hat er denn dagegen, dass ich die Falle aktivieren will? So. Was? Ah, Mann, das Waffenwechseln dauert irgendwie so lange jetzt. Ich weiß auch nicht warum. Lass mir mal vorbei. Danke. Die Gabe durchdringt mich. Ja, sie durchdringt mich. Ja, ich trinke dich gleich mal. Uah! Ich habe einfach. Habe ich keinen Erste-Hilfe-Dings mehr? Doch, habe ich noch. Ich will das nicht nehmen jetzt. Weil der ist eigentlich gar nicht so schwer. Falsche Richtung. Oh, Mann. Der nervt einfach so geil, der Typ. Im Hauptspiel hat er einfach nur gestört, aber jetzt nervt er einfach. Ich frage jetzt, was ist schlimmer, stören oder nerven? Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Er macht es einfach nicht, ne? Er... Ah, ich krieg einen an den... Alter Mann, Junge! Tot? Danke. Das war lustig. Ist das endlich vorbei? Okay. Also. 3 Stunden bis zur Morgendämmerung. Also bei meinem ersten Durchgang kam ich bis in Welle 3. Beziehungsweise hab Welle 3 überstanden. Und dann hat sich das... Also quasi, es hat sich während Welle 3 aufgehängt. Und ja. Also die Frage ist jetzt nur... Was ist in den Räumen, wo ich das Erzmittel für kaufen muss? Ich habe einfach komplett die Orientierung verloren, ne? Das ist richtig. Ah, da. Wo kommen all diese Dinge her, verdammt? Von draußen. Erzmittel 1500. Das ist natürlich scheiß teuer, ne? Ja, muss ich erstmal klarkommen jetzt. Weil die Gegnerwellen wären natürlich nicht einfacher, wer hätte es gedacht. Boah, dass der das Nachladen immer so zelebriert, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich werde erstmal nicht rauskommen. So, Teile holen. Ah, hihi. War ein richtig schöner Streifschuss. So eine Schläfe entlang. So. Ich kaufe nur ein bisschen Munition. Wobei mittlerweile ist die
fast so teuer wie die Flingmunition. Aber die Pistolenmunition kann schon was, eigentlich, durch die verstärkte Pistole. Ja, wie ihr seht. Ich würde gerne mal den Raum hier verlassen. Darf ich das bitte? Ja, schön hintereinander. Allein! Ja. So, ich würde gerne mal zu dem anderen Teilegenerator gehen. Ja. Ich gehe mal nach hier unten, weil ich glaube, da... nee, mache ich erstmal nicht. Weil ich glaube... Ja. Ah, das wäre auch gut gewesen gegen den Jack. Okay, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich kann durch das Ätzmittel nur... Nein! Achso, das ist normal. Ich dachte, das wäre ein Scheißvieh. Wow, ich habe jetzt einfach 8 Schuss verschwendet und 2-mal getroffen. Also nicht verschwendet, sondern 6 Schuss verschwendet. Was war das denn jetzt? Wo kommst du denn her? Oder bist du das? Bist du... hast dich teleportiert? Hier später euch alles zu. Nein! Ach komm. Okay, den krieg ich noch weg. So. Und jetzt holen wir uns nämlich ganz fix den Granatwerfer. Denn jetzt kommt nämlich gleich ein Bloater. Lauf durch! Oh, nein, ist der Bloater! Oh. Okay, ist auf jeden Fall alle drei jetzt hinter mir, das ist gut. Kann ich die ein bisschen locken? Hä? Hallo? So, Freunde, ab geht's! Scheiße! Das geht doch nicht ab. Okay, das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich jetzt auch. Das ist so behäbig hier alles, ne? Ja, okay, gut. Ah. Naja. Ich habe echt gedacht, ich würde es schaffen, aber gut. Ja, beim ersten Mal ist es ein bisschen schwierig. Deshalb kann man ja auch dann Belohnungen sammeln für die nächsten Durchgänge. Also man kann es theoretisch unendlich oft spielen, diesen Modus, wenn man halt Lust hat. Aber ja, ich habe es euch auf jeden Fall mal gezeigt jetzt. Ich weiß es halt nicht, was noch gekommen wäre. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr gerne noch mal die vierte und fünfte Welle gesehen hättet. Kann ich ja dann noch mal probieren. Spaß macht das definitiv, muss ich sagen. Es macht mehr Spaß als diese Söldner-Modi in den früheren Teilen, finde ich. Ja, aber ist jetzt nicht so, wie gesagt, als Let's Play nicht so das Geld vom Ei, glaube ich. Ist halt stupides Geballer. So, Reste beim Start. Plus Mod 50. Das ist zum Beispiel schon mal so ein Bonus. P19 Maschinengewehr, Maschinengewehr verbessert, Maschinengewehrmunition. Ja. Nervengasfalle. Genau. Gut. Ja, also wie gesagt, es gibt ziemlich coole Boni dann und ihr seht anhand der Punkte, ja, also es ist einfach nur krank, wie oft man das spielen muss, diesen Modus. Und das werden wir jetzt natürlich nicht tun. Nein, nein. Gut, dann... Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es sich nicht so zugetragen hat mit dem Clancy. Also, dass er da die ganzen Waffen hat und so. Das ist ein bisschen hanebüch, ne? Ist egal. Also, im nächsten Part widmen wir uns einem Schlafzimmer. Das liest sich auch sehr interessant und ich bin gespannt. Bis dann!